Herzlich willkommen hier aus Österreich. Herzlich willkommen vom Eurocity und von der Baureihe 1116. Wir sind heute unterwegs von Lindau bis runter nach Bregenz. Gar nicht bis nach Bregenz, sondern von Lindau bis nach, jetzt muss ich selbst gucken, bis nach Bludenz, so, nicht bis nach Bregenz. Bregenz ist ja im Grunde genommen hier vorne ums Eck. Wir sind unterwegs als Eurocity und rüsten auf und fahren los. Jawohl, Störung. Genau, das passt soweit alles. Wir machen die Zugbeleuchtung an, beziehungsweise aktivieren noch erstmal die Zugsammelschiene. Beziehungsweise sind hier noch im System der ÖBB. Das ist an dieser Stelle eigentlich falsch. Daher machen wir die Zugsammelschiene mal aus. Nehmen mal den Hauptschalter raus. Und ändern mal ganz kurz das Stromsystem. Moment, dafür stehen wir mal kurz auf. Das müsste dann hier unter Eingabe sein und dann gehen wir erstmal auf DB, bestätigen das Ganze, dann den Hauptschalter wieder rein, Türen können wir mal aufmachen in der Zeit, genau, das passt soweit, dann können wir jetzt die Zugsammelschiene starten und die Zugbeleuchtung aktivieren, Signallichter aktivieren und ja, wobei wir sind ja noch in Deutschland, noch fahren wir nicht mit Fernlichtern. In Österreich soll man ja mit Fernlichtern fahren. Okay, dann schauen wir uns mal, ja, wobei das Licht ist noch nicht an. Dann müssen wir immer noch ganz kurz hier nach hinten. Genau, jetzt machen wir das Licht an, schalten noch die PZB und die LZB an. Und jetzt schauen wir uns mal die Wagen an. Wir haben hinten einen Nightjet-Sitzwagen. Dann haben wir noch einen zweite Klasse-Sitzwagen, Abteil. Noch einen und noch einen. Und dann haben wir auch noch einen erste Klasse Großraumwagen. Quatsch, gar nicht, einen zweite Klasse Großraumwagen. Und einen weiteren zweite Klasse Großraumwagen und noch einen erste Klasse Abteilwagen. Als AMZ. So, Tür zu. Wir sehen, das T blinkt hier. Okay, jetzt sind die Türen zu und wir können losfahren. So, Zugkraft wird aufgeschaltet und wir fahren los. Scheibenwischer an. AFP machen wir uns gleich noch an. Und wir dürfen mit 50 ausfahren. Zugbeeinflussung. Befreien uns auch. Zugbeeinflussung. Und sind heute im Eurocity unterwegs nach Innsbruck. So, Langsamfahrt. Schön hier am Bodensee vorbei. Sehr, sehr schön. Ja, schön verschneit die Landschaft. So, wir sind ein bisschen zu schnell. Nehmen wir mal die elektrische Bremse rein. Zugbeeinflussung. Okay, dann nehmen wir mal die AFB noch mit hinzu. Einmal den komplett durchgedrückt und dann hier noch die AFB eingeschaltet. AFB. Dann die AFB einmal runtergestellt auf 90, die wir jetzt gleich fahren dürfen. Können mal den Zuglenkmesser aktivieren. Jetzt habe ich hier diese Bubbles eingeschaltet, wo die nächsten Geschwindigkeiten angezeigt werden. Moment, das wollen wir nicht. Da. Steuerung 2. Und wir beschleunigen.
sind heute hier unterwegs im Auftrag der österreichischen Bundesbahn. In diesem sehr, sehr schönen Rook Paint aus dem Creators Club. Ich weiß leider nicht mehr, von wem es ist. Ich hatte es einfach schon auf der Platte, aber wenn ich es wiederfinden sollte, verlinke ich es auch in der Videobeschreibung. Und die zweite Klasse Großraumwagen sowie die erste Klasse Abteilwagen, das sind gemoddete Fahrzeuge, basierend auf dem Eurocity-Wagen von der Semmeringbahn. So, nächster Halt ist dann Bregenz. Okay, da sehe ich schon was Gelbes aufleuchten, aber das ist nicht für uns. Okay, fantastisch. Sind wir ab hier schon in Österreich? Das sieht doch für mich sehr nach österreichischer Vorsignalisierung aus, ne? Ja, okay, vielleicht müssen wir mal einen Systemwechsel noch durchführen. Das wäre mal was. Nehmen wir den Hauptschalter raus. Wir haben mal ganz kurz auf die Karte geguckt, wie weit wir eigentlich von Bregenz noch entfernt sind. Was ist das hier? Lochau. Das hier ist Bregenz. Wir lassen jetzt einfach mal ein bisschen rollen. So, okay, hier ist die Trennstelle. Okay, super. Einmal Hallo gesagt. So, und wir können schon mal in der Zeit hier das System umstellen, hier an der Landesgrenze zwischen Deutschland und Österreich. Gehen hier in die Eingabe, stellen auf ÖBB um, bestätigen das Ganze. Und dann einmal den Hauptschalter reingeschmissen. Zugsammelschiene aktiviert. Und dann dürften wir wieder Leistung haben. Jawohl, das hat geklappt. Irgendwie gefällt mir das gerade noch nicht so mit dem Spiegeln. Das wirkt auf mich alles ein bisschen zu hell. Ja, so mit etwas mehr Bewölkung sieht das deutlich besser aus. So, hier der eingleisige Abschnitt. Direkt hier am Bodensee entlang. Hier der Geschwindigkeitsmesser. Können wir die Scheiben wahrscheinlich auf langsamer stellen? Jetzt habe ich sie auf unregelmäßig gestellt. Das ist schon besser. Bei der Schneemenge reicht das vollkommen aus. So, Bregenz ist dann im Grunde genommen hinter dieser Rechtskurve. Da können wir schon die Seebühne von Bregenz sehen. Wir können also schon mal die Leistung in jedem Fall abschalten.
und schon mal langsam reinbremsen. Und da sind wir nun in Bregenz. Schöner Bahnhof auf jeden Fall mit diesem grünen Bahnsteigsdach, gefällt mir sehr. Ja, da steht jetzt Achtung, Zugdurchfahrt. Wir fahren jetzt nicht durch, sondern halten tatsächlich hier an. Türfreigabe. So, wir sind komplett am Bahnsteig und stoppen. Türen auf. Wir können mittlerweile übrigens die Spitzensignale auch auf die Fernlichter stellen. Sehr, sehr, sehr schön. Und dann sehen wir, wenn wir ein bisschen hochzoomen, beziehungsweise hochfliegen, sehen wir hier vorne die Waldbühne. Hier sogar noch mit Leuten da aufgestellt. Ich erinnere mich, wann war denn die Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz? Das war, glaube ich, 2008, ne? Da weiß ich noch, da hatte das ZDF nämlich immer tatsächlich ihre Moderationen von der Waldbühne aus gemacht. Waldbühne, sage ich, von der Seebühne aus gemacht. Habe ich noch so als Erinnerung im Kopf. Oder? Erinnert ihr euch auch dran? So, Türen sind zu. Wir blicken aus dem Fenster. Das sieht doch soweit so gut aus. Wir fahren an bzw. ab. Bisschen mehr Leistungen zugegeben. Wir schalten den Scheibenwischer wieder auf unregelmäßig und fahren weiter. Nächster Halt ist dann Dornbirn in circa 9 bis 10 Minuten. Ja, immer wieder schön mit dem Taurus unterwegs zu sein. Tatsächlich eine Lok, die ich unfassbar gerne fahre. Also gerade hier die 1116-Variante und nicht die ES64U2, die wir haben von MRCE, beziehungsweise die 182. Am liebsten fahre ich tatsächlich hier die hier mit dem MFD hier vorne, mit dem Display. Und die Variante vom Taurus hat tatsächlich auch den besten Sound in-game. So, einmal Vorsicht, weg da. Uiuiui.
Uiui, ab hier 140. Wir machen noch mal den Roadrunner aktiv. Und jetzt können wir die 140 aufschalten. Roadrunner ist halt die umgangssprachliche Bezeichnung dafür. Eigentlich ist es der sogenannte Zuglängenmesser, den man aktiviert und dann weiß man Bescheid, sobald eben der Zug in kompletter Länge an dem Punkt vorbeigefahren ist, wo man die Zuglängenmesser aktiviert hat. Vorbei hier am nächsten kleinen Bahnhof. Hier in Lauterach. Nicht zu verwechseln mit unserem scheidenden Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Hier ist die Performance gerade ein bisschen schwächer. Okay, jetzt hat sie sich wieder gefangen. Liegt vermutlich an diesem Container-Terminal, an dem wir jetzt hier rechts vorbeifahren, weil hier ziemlich viel Rollmaterial auch abgestellt ist. Also wir sehen hier CD-Vectron, jede Menge Container, Habinz-Wagen, was haben wir noch? Regionalzüge, noch ein Vectron, DB-Vectron, auch noch da abgestellt. Und eine 185 und noch ein Vectron. Schön. So, Dornbirn ist ja, noch ein ganzes Stück. Ich würde sagen, so 2, 3 Minuten, dann sind wir in Dornbirn. Vorsicht! Ja, danke, dass Sie zurückgegangen sind. Da kriegt man immer so einen höheren Puls für einen kurzen Augenblick. Ja, wir können in dem Video heute mal ein bisschen über die nächste Strecke, die erscheinen wird im deutschsprachigen Raum, sprechen, über die Mittenwaldbahn. Aber ich würde sagen, das machen wir, nachdem wir in Dornbirn gehalten haben. Jetzt mal an dieser Stelle ein Foto geschossen. Dann haben wir nämlich das auch schon mal erledigt. So. Beziehungsweise ich würde mal ein bisschen die Schärfentiefe rausnehmen. Dann sieht man noch ein bisschen mehr von den Wagen dahinter. So, einmal von der Seite, einmal von hier aus geschossen. Schon schön, das Fahrzeug. Also ich mag den Taurus sehr. Ich mag es sehr gerne, mit dem Taurus zu fahren. So, das war's. So, wir müssen ganz dringend bremsen. Also erstmal sowieso, weil wir viel zu schnell sind. Und dann auch noch, weil wir sogar Halt zu erwarten haben. Zugbeeinflussung.
So, ist das jetzt Dornbirn? Ja, das ist Dornbirn. Ich meine, das Gute ist, in Österreich sind vergleichsweise selten 500 Hertz-Magnete verbaut. Eigentlich nur an Stellen, wo akute Gefahr dahinter drohen würde, wenn man über das Signal rutschen würde. Und das scheint wohl hier nicht der Fall zu sein. Und wir halten an. Okay, Türen auf. Wenn wir ganz kurz gucken, was haben wir eigentlich für eine Zuglänge haben. Wir haben eine Länge von 230 Metern. Okay, dann müssen wir bei der 250 eigentlich halten. Okay, kurzer Halt. Kurz und knackig und weiter geht's. Die Türen sind zu. Auf geht's. Das Signal ist mittlerweile umgesprungen. Weil wir einen Zug vor der Nase haben. Mal ganz kurz geguckt. Da ist ein Zug. Ja. Haben wir einen Regionalzug vor der Nase. Nächster Halt ist dann Feldkirch. Feldkirch erreichen wir in ungefähr einer Viertelstunde. Ich orientiere mich gerade hier so ein bisschen an dem originalen Fahrplan. Auch wenn heutzutage, glaube ich, keine Eurocities direkt unterwegs sind zwischen Lindau und Innsbruck, aber auf jeden Fall Railjets und auch ein ICE. Und ich hatte auch erstmal überlegt, ob wir nicht eigentlich mit dem ICET das Ganze hier machen, aber da die letzte Fahrt bereits mit dem ICET war, dachte ich, ist das doch ein bisschen schöner für die Abwechslung, wenn wir dann mit einem anderen Fahrzeug hier unterwegs sind. So, wir sind nicht in einer Beeinflussung. Obwohl, da steht Befreiung möglich. Naja. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja gut, das mit diesem PZB hinweisen, das ist sowieso ein bisschen hinfällig. So richtig funktionieren tut es tatsächlich nicht. So, 110 ab hier. Einmal eingestellt in der AFB. Vorbeigefahren hier am Bahnsteig von. Stand hier nicht. Das ist Dornbirn-Schoren. Sind unterwegs übrigens auf der Vorarlbergbahn. Ich glaube, wenn man weiterfahren würde nach Innsbruck, wäre man dann irgendwann auf der Arlbergbahn. Und ich meine, wenn man dann ab Innsbruck weiterfährt, ist es dann die untere Inntalbahn, meine ich. So, 140. Einmal hier vorbei am nächsten Bahnsteig.
Oh, 130. Das finde ich so absurd, dass in Österreich voll oft diese Geschwindigkeitsherabsetzungen um so circa 10 km/h nicht angekündigt werden. Achso, okay, wir dürfen auch schon wieder 140 fahren. Aber wir haben halbzeigendes Signal voraus, daher lassen wir das mal mit dem Beschleunigen. Tja, jetzt wo langsam halt die kalte Jahreszeit losgeht, zieht auch der Winter in den TSW ein. Und wir werden natürlich jetzt vermehrt im Winter auch Fahrten bei Schnee machen in der Kälte, weil ich finde das dann immer eigentlich schön passend. Also, wenn in Realität jetzt Hochsommer ist und 30 Grad ist, dann finde ich, fühlt es sich auch irgendwie ein bisschen komisch an, wenn wir dann im TSW dann auf einmal so komplett verschneite Landschaft haben. Na, das mache ich dann irgendwie auch nicht so gerne. So, wir bestätigen. Zugbeeinflussung. Ah, sehr gut, das Signal ist umgesprungen. Das heißt also, wir können weiterfahren. Weiterfahren allerdings mit Halt zu erwarten. Das bestätigen wir natürlich wieder. Zugbeeinflussung. So. So, wo sind wir hier? Das hier ist Hohenems. Hier halten wir nicht, sondern fahren eigentlich hier durch. Zugbeeinflussung. So, das mussten wir eigentlich nicht bestätigen, weil das nicht gelb umrandet war, aber ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht. Und wir müssen anhalten. Das machen wir auch bündig vorm Signal. Türfreigabe. Okay. Also so viel zum Thema anhalten. Na, komm schon lieber Zug. Halt nicht an, halt nicht an, halt nicht an, halt nicht an. Ach, schade. So, Bremse löst sich wieder. So, wir beschleunigen jetzt auch nicht so stark. Halt, ach. Und dann ist hier Götzes, da werden wir auch nicht halten. Aber hier ist der Zug, der vor uns ist. Regionalzug. Wir müssen mal schauen, wie sehr der uns jetzt im kommenden Fahrtverlauf noch aufhält, weil wenn er uns zu sehr aufhält, dann werden wir mal die Möglichkeiten nutzen, die uns der Simulator gibt, auch den Zug mal aus dem Weg zu räumen.
Ich finde, das ist legitim. Im Free-Roam-Modus, weil das ja in diesem Sinne alles nicht geplant ist. So, Trennstelle. Wir nehmen den Hauptschalter wieder raus. EL-Signale hier am Start. Und ab hier dürfen wir dann wieder. Jawohl, einmal den Hauptschalter rein. Hallo. Wir sehen auch hier, die Zugsammelschiene ist aus. Das ändern wir jetzt und machen die Zugsammelschiene an. Dann haben auch die Verbraucher im Zug entsprechend Strom. Ja, also sowas wie die Heizung ist schon wichtig in der kalten Jahreszeit. Die Leute können dann ihre Steckdosen aufladen und WLAN und so weiter und so fort. Ja, wobei ich glaube, WLAN gibt es in den Eurocity-Wagen nicht. Ne, ich bin mir ziemlich sicher, dass das. Also zumindest ich war in den letzten Wochen auch schon mal in den Eurocities unterwegs und da gab es jedenfalls keinen WLAN. Zugbeeinflussung. Was es aber gibt, ist eine Zugbeeinflussung und die sagt, dass wir ein haltzeigendes Signal voraus haben. Machen wir das mal so weit wie können mit der elektrischen Bremse. Okay, das hat verrät uns, dass das Signal umgesprungen ist. Ja, ganz vergessen, in Österreich befreit man sich ja gar nicht. Ja, wobei, das macht man ja nur nicht im weichen Bereich eines Bahnhofs, meine ich. Ja, aber ansonsten auf der Strecke kann man sich ja schon befreien von der Beeinflussung. So, und dann sehen wir es gleich. Grün auf schwarz. Da ist es freie Fahrt mit Halt zu erwarten. Okay. Zugbeeinflussung. Tja, von den 150 km/h sind wir weit entfernt. Auch ganz interessant, wenn man die AFB hoch oder runter stellt, dann bleibt sie trotzdem bei der jeweiligen Beeinflussungsgeschwindigkeit. Also in diesem Fall sind es die 80 km/h. Also da ist die AFB relativ schlau. Türfreigabe. Ja, 30 km/h kommt die Türfreigabe. Das ist auch klar. Und hier sind wir dann in Götzes. Ja. Sehen wir auch übrigens schön so die nächsten Züge, die da ankommen, auf den jeweiligen Bahnsteigen. Ab hier sogar 160, die gefahren werden dürfen. Ja, ich glaube, wir werden den Regionalzug vor uns mal sagen, dass er die Fliege machen soll. Oder wie man in den 80ern gesagt hat, die Mücke machen. So, da sind wir in Götzes. Da sind die Leute auch schon da. Ja, hier mit seinem Laptop. Oh, jetzt, was mir gerade einfällt. Ich war letztens an einem Bahnhof, ne? Jetzt, als ich das Marco gerade betätigt habe, fällt mir die Story an. Ich war letztens an einem Bahnhof. Und dann waren da am Bahnsteig drei, sagen wir mal, relativ junge Trainspotter. Türfreigabe. Die alle drei ein bisschen sehr, sagen wir mal,
besonders waren. Und dann ist halt eine Baureihe 101 mit Intercity-Wagen in den Bahnhof eingefahren. Und tatsächlich hat dann die 101 Makro gegeben. Was mich persönlich übrigens total erschreckt hat. Ne? Das ist ja unfassbar laut. Wer schon mal in der Nähe eines Zuges war mit Makro, das ist unfassbar laut. Naja, und dann weiß ich noch, dass nachdem halt die 101 eingefahren ist und die Jungs da anscheinend ihre Aufnahmen beendet haben, haben die vor Freude geschrien. Ne? Also wirklich so, die lagen sich in den Armen, als hätten sie gerade Deutschland zum Fußball-Weltmeister geschossen. Und haben sich da umarmt und gekreischt und so. Und ich dachte mir so, oh Leute, oh, chillt doch mal. Es ist halt am Ende nur ein Makro eines Zuges und jetzt nicht das Gegenmittel für Krebs oder so. Naja, gut. Müssen sie natürlich selbst wissen, aber ich fand es auf jeden Fall sehr schon ein bisschen weird. Also nichts gegen Trainspotting an und für sich. Aber, ja. Es ist halt manchmal aber auch eine sehr besondere Klientel. So. Jetzt habe ich mal was Illegales getan. Ich habe jetzt einfach den Zug vor uns gelöscht. So, wir dürfen 160 fahren und jetzt können wir mal ein bisschen durchfahren. Eine Kernel Cam. Hier die zweite Klasse Großraumwagen und nochmal erste Klasse Abteilwagen. 150 darf ab hier gefahren werden. Und einmal auf in den Tunnel. Ein sehr kurzer Tunnel. Okay, ich habe gar nicht geguckt, wann und wo eigentlich unser nächster Halt ist. Wir fahren auf jeden Fall hier gerade vorbei an Klaus. Wir fahren vorbei an Klaus. Witzig. Nächster Halt ist dann. Waren wir schon jetzt in Feldkirch? Das ist Klaus. Sulz. Ja, wo sind denn die größeren Bahnhöfe? Das hier ist Rankweil. Hier halten wir. Das ist Feldkirch. Genau. Feldkirch. Und dann von Feldkirch geht es dann nach Bludenz. Okay, also haben wir noch ein ganzes Stück bis Feldkirch. Aber können jetzt durchfahren. So, gleich nur noch 140. Wir machen das mit der E-Bremse. Auf der AFB eingestellt und beschleunigen.
Ab hier gelten sie dann. Schön hier einmal mit 140 km/h durch die Landschaft pflügen. Das macht richtig Spaß. Das ist auch eine schöne Strecke, muss ich sagen. Also Vorarlbergbahn gefällt mir doch eigentlich immer und immer wieder. Damals mit der allerersten Strecke in Österreich. Ach so, genau. Apropos Österreich, jetzt, ich habe es vorhin irgendwann mal angekündigt. Wir können jetzt mal ein bisschen über die Mittenwaldbahn sprechen. Passend dazu fahren wir auch heute in diesem Sinne nach Innsbruck, beziehungsweise unser Zug fährt dann weiter nach Innsbruck. TSG hat ja angekündigt, dass die Strecke kommen wird von Innsbruck nach Garmisch-Partenkirchen. Die Mittenwaldbahn, beziehungsweise der andere Name dafür ist die Karwendelbahn. Die beiden Namen können simultan genutzt werden. So, wir müssen jetzt mal ordentlich in die Eisen gehen. Ja, ich unterstütze das Ganze mal mit dem Sanden. Okay, das wird schon klappen. Dabei habe ich doch den Zug vor uns gerade erst gelöscht. Ja, gut, dann halten wir jetzt erstmal an und dann schauen wir mal weiter und dann sprechen wir weiter über die Mittenwaldbahn. Okay, gut. Wir schauen mal, warum wir anhalten müssen. Ob irgendwas vielleicht vom Weg her nicht ganz passt. Mussten wir auf den warten? Nee. Ah, hier ist ein KI-Zug. S1 nach von Bregenzhafen nach Bludenz. Können wir den überholen? Moment mal. Wenn wir uns jetzt einen anderen. Wo sind wir denn gerade? Wir sind hier. Ich frage mich gerade, ob wir einen Wegpunkt hinzufügen können und den dann einfach überholen könnten. Ja, jetzt hat er schon Signal bekommen. Ich glaube, das bringt dann. Ja. Nee, dann. Oh, hallo. Erstmal einmal kurz gegrüßt. Dann werden wir Folgendes machen. Auch du gehst weg. Ja, ich weiß, dass bla bla, in Realität kann man es ja auch nicht machen und so weiter und so fort. Das ist mir klar, aber wir sind ja hier in der Simulation und nicht in der Realität. Da finde ich es vollkommen legitim. Und wie gesagt, das ist ja kein Szenario oder so, wo das von vornherein vom Szenario-Autor so geplant war und ich dann jetzt sage, nö, da habe ich keinen Bock drauf, sondern das ist ja der Free-Roam-Modus. Und da kann ich ja selbst bestimmen, wenn ich sage, dass ich halt einfach lieber durchfahren möchte, statt die ganze Zeit Stop and Go zu haben, dann ist das ja vollkommen legitim, das auch so zu sehen. So, wir befreien uns jetzt nicht, weil Österreich. Die AFB an ist, dann wird automatisch bei 40 km/h abgeriegelt, sofern wir noch im restriktiven Modus unterwegs sind. Das macht die AFB ganz von alleine. So, und wir sehen, jetzt hat sie sich selbst befreit und wir können 100
10 jetzt gleich fahren. Nämlich ab hier. Also, weiter geht's. Mittenwaldbahn, Karwendelbahn. Was wir zum aktuellen Zeitpunkt wissen, und der aktuelle Zeitpunkt ist für mich der 16. November, Samstag Vormittag, ist, dass als mitgeliefertes Fahrzeug die ÖBB-Reihe 1020 kommen wird, also das österreichische Krokodil im Grunde genommen. Zugbeeinflussung. So, 90. Genau, das österreichische Krokodil. In welcher Lackierung ist noch nicht ganz klar. Ich glaube, die orangene Lackierung macht am meisten Sinn, aber es kann auch sein, dass es eventuell auch noch eine andere Lackierung zusätzlich dazu gibt oder vielleicht eben, ja, nicht zusätzlich, sondern halt eben eine andere Lackierung als die orangene, aber ich glaube wirklich orange ergibt am meisten Sinn. Orange Longbottom. Mit dazu im Regionalverkehr die Silberlinge, also die originalen Silberlinge, nicht die N-Wagen, die wir von der linken Rheinstrecke oder Bremen-Oldenburg kennen, sondern halt eben mit dem, dann hoffentlich dann auch mit dem originalen Interieur. So, ab hier sind es 90 km/h und wir fahren einmal in den Tunnel rein. Jetzt einmal das Leselicht an. Moment. Da. Genau. Mit dem originalen Interieur dann hoffentlich. Aber müsste eigentlich sein, also so wie man TSG kennt, normalerweise die Qualität, die da am Start haben, kann man schon erwarten, dass die da definitiv das originale Interieur der Silberlinge vermutlich dann nachbauen werden. Und es scheint auch so, dass auf diesem einen Screenshot, wo man die Silberlinge schon erkennen konnte, die einen oder anderen da erkannt haben werden oder erkannt haben, dass wohl auch ein erste Klasse Silberling mit dazu geliefert wird. Das heißt also dementsprechend ein komplett neuer zusätzlicher Wagen. Was wir ja nur haben, ist der zweite Klasse N-Wagen und der zweite Klasse Karlsruher Kopf Steuerwagen. So, hier sind es 140. Leistung aufgeschaltet. Genau. Na, ne? Und jetzt wohl neu dazu der erste Klasse Silberling. Das Ganze dann ohne Karlsruher Kopf und Steuerwagen, denn die ÖBB-Reihe 1020 war nicht wendezugfähig. Das heißt also, sie werden da nicht mit irgendwelchen Steuerwagen oder so unterwegs sein, weil die Lok kann das wohl gar nicht. Ansonsten wissen wir nichts. Gerade so zum Thema Fernverkehr oder Güterverkehr oder so ist noch nichts gesagt. Es gibt Leute, die sagen, am meisten Sinn würde zum Beispiel eine Baureihe 111 oder eine 140 bzw. 141 ergeben. Wobei die 111 allerdings dann auch nicht in Verkehrsrot ist, sondern dann vermutlich, ich glaube, Ozeanblau-Beige sein müsste. Also da bin ich mal gespannt, was da so kommt. So, wo sind wir jetzt eigentlich gerade hier dran vorbeigefahren? Okay, Frasthans. Haben wir den Bahnhof? Haben wir in Feldkirch? Haben wir eigentlich hier eingehalten in Feldkirch? Kann es sein, dass wir einfach über Feldkirch gefahren sind? Ja, gut. Gut, nächster und letzter Halt ist dann Ludenz in 15 Kilometern. Genau, ne, also es ist noch nicht ganz klar, was sonst noch an Rollmaterial mitgeliefert werden müsste für den Fernverkehr, was da so vielleicht kommt oder ob der auch mit der 1020 und den Silberlingen dann abgewickelt wird. Das würde natürlich nicht ganz so gut passen mit den Silberlingen im Fernverkehr. Also da müssen wir uns mal überraschen lassen, ob da vielleicht noch mehr dazu kommt. Ich würde es jetzt erstmal nicht erwarten, aber schauen wir mal, was wird. Ne?
und vor allen Dingen auch welche Wagen mit dazu kommen. ÖBB-Schlierenwagen wären natürlich auch sehr, sehr, sehr cool. Aber ich glaube auch ehrlicherweise, die Intercity-Wagen, die wir auch bisher haben, mit dem entsprechend angepassten Exterieur und Interieur würden auch mehr oder weniger passen. Also, ja, genau. Bin ich mal gespannt drauf. Im Dezember wird es ja diesen Adventskalender geben von DTG, wo jeden Tag ein Türchen geöffnet wird und jeden Tag sich eine kleine Überraschung dahinter verbirgt. Ich glaube, keine großen Neuankündigungen, aber halt ja, so kleinere Screenshots von aktuellen Projekten, die in Entwicklung sind. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel ein paar neue Screenshots kommen zu der Strecke. Also auf jeden Fall zur Mittenwaldbahn, da werden wir 100%, da bin ich mir ganz, ganz sicher, neue Infos bekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch Screenshots bekommen vom aktuellen Stand von Zwolle Groningen, von der Strecke von Johannes Hartmann, die neue Third Party aus UK, von der wir noch nicht ganz wissen, welche Strecke es sein wird, aber es gibt Leute, die ja, sehr plausibel dargelegt haben, dass es sich vermutlich um seinen Thread handelt, den er bereits im DTG-Forum vor einem Jahr oder so angelegt hatte, wo es darum ging, dass er im Grunde genommen das gesamte Londoner Zugnetz bauen wollte. Im Roadmap-Artikel hat Johannes gesagt, dass er allerdings da ein bisschen abgespeckt hat. Also stellt sich die Frage, was da genau als Strecke kommt, aber es ist ja auf jeden Fall eine UK-Strecke. Ich denke, dazu werden wir auch neue Screenshots bekommen. Dann ist ja die Strecke, die Pfälzische Ludwigsbahn, nach wie vor in Entwicklung. Also Mannheim, Kaiserslautern, wenn ich das jetzt endlich richtig im Kopf habe. Doch, müsste, glaube ich, Mannheim, Kaiserslautern sein. Auch da werden wir sicher ein paar Entwickler-Updates bekommen. Die Strecke aus Wales vielleicht auch. Und wer weiß, was aber sonst noch so an Third Parties, was die so machen und was wir da so vielleicht noch an zusätzlichen Screenshots bekommen, vielleicht sogar noch irgendwas released wird in der Zeit. So, was wir erstmal machen, ist den Hauptschalter raus. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da so noch kommen wird. Also ich fände es auf jeden Fall cool, wenn wir mal ein Update bekommen von RSSLO, weil das so ein damals die Ankündigung, ich glaube, das war im Februar, ne? Oder März war das, glaube ich, die Ankündigung mit RSSLO unter anderem als neue Third Party und aktuell wissen wir aber noch gar nichts, was die so machen im TSW. Die sind aber nach wie vor auch noch im Train Simulator beschäftigt, also stellt sich die Frage, ob sie überhaupt schon angefangen haben, am TSW zu entwickeln. Aber ich persönlich hätte ja sehr gerne noch weitere österreichische Strecken und das hat ja RSSLO im Train Simulator gemacht, wie sonst kein anderer. Nicht unbedingt immer mit einer sehr hohen Qualität, muss man an dieser Stelle sagen, aber das waren ja DTG-Strecken und Fahrzeuge im Train Simulator auch nicht, ne? Und das hat sich ja mittlerweile auch komplett geändert. Also der Vergleich von Train Simulator zu Train Sim World, da sind sowohl die Fahrzeuge als auch die Strecken von DTG selbst wirklich meilenweit voneinander entfernt, was die Qualität angeht. Und zwar zum Positiven hin. Ne? Und wer sagt denn, dass es bei RSSLO nicht auch dann so sein wird? Also da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Und vor allen Dingen freue ich mich bei RSSLO halt auch, dass auch mehr südosteuropäische Strecken da auch vielleicht kommen könnten. Gerade was aus Slowenien. RSSLO ist ja selbst aus Slowenien. Was ich erst vor kurzem herausgefunden habe, ist, dass RSSLO tatsächlich für Rail Simulation Slovenia steht. Was ja total Sinn ergibt, weil die ja aus Slowenien sind, aber das war mir vorher einfach nicht klar. Ja, also da ist auf jeden Fall einiges am Horizont. Ich glaube, 2025 könnte echt das Jahr der Third Parties werden. Mit
TSG, die da, glaube ich, den Anfang machen werden. Also ob die Strecke wirklich im Dezember erscheinen wird, weiß ich jetzt nicht. Aber dann sicher irgendwann Januar oder Februar nächsten Jahres, das ist ja das, was Lukas Klimczyk gesagt hat. Da könnte ich übrigens sehr, ich will und kann da jetzt noch nicht so viel drüber sagen, aber ihr werdet da was ganz Besonderes zu der Mittenwaldbahn übrigens auf meinem Kanal hier noch bekommen. Was ganz Exklusives. Was das genau sein wird, kann ich noch nicht sagen an dieser Stelle, aber ja, also Mittenwaldbahn, da könnt ihr euch schon auf was relativ Exklusives freuen, hier bei mir auf meinem Kanal. Da bin ich schon sehr gespannt drauf und würde es euch am liebsten jetzt schon erzählen, weil ich da selbst total hyped bin, aber ich kann es noch nicht, aber ihr werdet da früh genug noch Bescheid wissen. Genau. So, also genug jetzt mal darüber geredet. Es gibt ja noch weitere Videos, da können wir noch weiter drüber quatschen. Wir sind jetzt erstmal in Bludenz angekommen, beziehungsweise kurz vor Bludenz. Haben halt zu erwarten. Zugbeeinflussung. So, einmal mit 60 über die Weiche drüber. Und dann auch noch mal hier drüber. Rechts steht noch nur 185 von Railion. Und da sind wir angekommen in Bludenz. Hier endet dann die Vorarlbergbahn. Was ist das hier? Achso, okay. Das liegt ein bisschen daran, dass ich es weit rausgezoomt habe. Das sind halt die Texturen. Genau. Ich glaube, ab hier weiter ist es dann die Arlbergbahn? Ich glaube schon, ne? Und danach sind wir irgendwann in Innsbruck, aber das macht dann der Kollege, der übernimmt dann von hier an. So, wir machen die Türen auf und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, ciao, ciao und auf Wiedersehen.